Schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Da freuen wir uns auf den Rasen. Und was ist das? 13. April 2019. Schnee. Dicke Schneeflocken. Da hinten blüht die Zwetsche. Und es schneit. Mann! Es ist eigentlich schon Frühling. Aber wir haben noch mal so einen richtig gemeinen Wintereinbruch mit richtig fetten Schneeflocken hier. Unfassbar. Und jetzt klingelt mein Wecker. Yeah. Krass! Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ich mähe doch mit dem Spindelmäher. Der Sand ist weg. Wir mähen. Es ist so krass, Jungs. Ja, Freaks, warum nehme ich den Grasschnitt auf? Der Grasschnitt ist doch Dünger. Kann man machen. Man kann den Grasschnitt liegen lassen. Gerade bei Spindelmähern ist das eigentlich optimal, weil der Spindelmäher das Gras schön klein schnippelt. Ich mache das nicht. Ihr könnt euch mal das Video angucken, warum ich das nicht mache. Stichwort Poa Annua. Die Poa Annua ist ein dauerhaft blühendes Gras und das sieht aber nicht schön aus. Ich finde es nicht schön und deswegen, ja, ein bisschen mehr Arbeit. Ja, Spindelmäher sind eigentlich perfekt für das Mulchen. Spindelmäher schneiden das Gras ganz klein und damit kann man hervorragend mulchen mit Spindelmähern. Ich habe es früher viele Jahre gemacht. Dadurch hat sich bei mir aber die Poa Annua unglaublich ausgebreitet. Deswegen werde ich jetzt mal ein paar Jahre mein Gras kontinuierlich aufnehmen. Muss man mit leben. Ja, Freaks, herrlich wieder zu mähen. Ich habe es hier die ganze Woche nicht geschafft. Der Rasen ist ziemlich hoch schon wieder gewachsen. Ich mähe wieder nicht nach der Ein-Drittel-Regel, sondern ein bisschen tiefer. Verkraftet der Rasen aber ganz gut. Eine Sache wieder mal und immer wieder zu Spindelmähern. Mein heißer Tipp, Spindelmäher mähen auch feuchtes Gras. Das ist der einzige Mäher, der bei Regen, bei Sonne, bei Trockenheit und bei ganz feuchtem Gras perfekt mäht. Und das weiß eigentlich keiner. Ich sag euch, Freaks, Spindelmäher sind cool. Sie sind unglaublich wartungsintensiv. Das ist der Riesennachteil. Sie sind teuer, aber der Schnitt ist genial. Ich stehe unter meiner Birke. Ihr merkt das vielleicht. Ich spreche ziemlich durch die Nase. Ich bin leider ziemlich stark Pollenflugallergiker. Kann man nichts machen. Trotzdem ist der Frühling herrlich. Ihr fragt mich immer, was so die richtigen Schritte sind, in die Saison zu starten. Das will ich dir euch jetzt mal ganz kurz erzählen, in dieser herrlichen Abendstimmung hier. Aber das erste ist natürlich das Mähen. Wenn das Gras hoch genug ist, dann beginnt man mit Mähen. Dann gibt es das Düngen natürlich. Düngen, Startdüngung im Frühjahr. Die berühmte Temperatursumme 150 Grad Celsius. 150 Grad Celsius ist die Temperatursumme, die man erreichen muss, dann kann man düngen. Das war dieses Jahr ein bisschen früh. Ein bisschen zu früh. Ich habe also auch später gedüngt. Erst so Mitte März. Dann nach zwei Wochen ist der Dünger durch und der Rasen fängt so richtig an zu powern. Dann lässt man noch so ein, zwei Wochen das Gras wachsen und dann kann man sich entscheiden, was man macht. Ich habe jetzt gesandet, nachdem ich ein paar Mal gemäht habe und der Dünger jetzt so richtig rausgekommen ist, habe ich ein sogenanntes Top-Dressing durchgeführt, Sand aufgebracht, maximal 10 mm. Man darf das Gras nicht zuschütten. Hier in dieser Ecke habe ich ganz viel Sand raufgeschüttet. Das war eine richtige tiefe Mulde. Da sieht man jetzt doch schon sehr stark noch den Sand und nur einzelne Gräser. Das wird aber auch relativ schnell wieder zuwachsen. Mit der richtigen Perspektive ist der Sand schon völlig weg. Sand ist super. Ich habe ein sehr schönes Video dazu gerade hochgeladen, warum man immer sanden sollte. Viele von euch fangen sehr, sehr früh mit dem Vertikutieren an. Das muss man sich überlegen. Also mein Nachbar, der hat jetzt gerade auch vertikutiert. Der hat einen wirklich dichten, filzigen Rasen. Da kann man das machen. Ich brauche nicht zu vertikutieren. Mein Rasen ist relativ frei von Filz. Und wenn man vertikutiert, dann bitte maximal 2 mm in den Boden reinfräsen. Also wirklich nur so die ganz oberste Schicht.
unter dem Gras die Filzschicht ankratzen, nicht in den Boden rein. Dann beschädigt man die Wurzeln der Gräser und dann wächst das Gras nicht mehr so gut. Und sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut nach dem Vertikutieren ist dann gleich nachsehen, damit in die Schlitze gleich der frische Samen reinfallen kann. Und dann hat man auch ruckzuck wieder eine wunderbare, dichte Rasenfläche. Ja, und dann gibt es alle möglichen Sachen, die man machen kann. Man kann Perlhumus raufhauen, man kann kalken, wenn man seinen pH-Wert bestimmt. Habe ich auch gerade ein Video hochgeladen, könnt ihr mal angucken. pH-Wert bestimmen, ganz wichtig. Zwischen 6 und 7, sagen jetzt so die Experten, um die 6 herum, super pH-Wert für Rasen. Dann kann man natürlich auch ein bisschen Unkrautvernichter sprühen. Das ist natürlich auch nicht so eine schöne Sache, die ganze Chemie. Besser wäre es, die Unkräuter rauszuzupfen, was aufwendig ist, aber wesentlich ökologischer. Das Beste gegen Unkräuter ist Mähen. Je öfters ihr mäht, desto weniger Unkraut habt ihr im Rasen. Das Unkraut kann dieses viele Mähen nicht ab. Der Rasen findet das toll. Warum mähen wir so oft? Damit der Rasen schön dicht wird und damit er auch immer schön kurz gehalten wird. Und wenn man Spindelmäher hat, ist es sowieso besser, öfters zu mähen, weil die Spindeln sonst das Gras nicht vernünftig auffangen können. Natürlich nicht zu vergessen, das Wässern. Irgendwann müssen wir wieder anfangen zu wässern. Auch eine ganz wichtige Sache, zu schauen, dass der Boden feucht genug ist. Man sagt so 15 Liter pro Quadratmeter pro Bewässerung, das ist viel, aber lieber einmal, zweimal maximal die Woche dafür kräftig wässern, das ist wesentlich besser als jeden Tag zu wässern. Ruhig das Gras so in die Trockenphase reinbringen und dann wieder stark wässern, damit die Wurzeln tief wachsen. Wenn das Wasser weg ist, wachsen die Wurzeln hinterher. Wenn man oft wässert, bleiben die Wurzeln an der Oberfläche, dann wird das Gras empfindlich. Also selten wässern, dann viel wässern und dann ist es super. Eine sehr schöne und sehr wichtige Sache ist auch das Aerifizieren. Ich habe mal so früher ein paar Videos hochgeladen von meinem Aerifizierer. Aerifizieren heißt Löcher in den Boden stechen. Das kann man mit einer Grabegabel machen, das kann man mit einem Handaerifizierer machen oder mit einer richtigen Maschine. Solche Maschinen kann man mittlerweile auch leihen. Kleine, kompakte Aerifizierer, die stechen so 8 bis 12 cm tiefe Löcher in den Boden und dann wird der Boden besonders gut durchlüftet und das Wasser kann auch wieder wunderbar in die tieferen Regionen abfließen. Auch eine wirklich schöne Sache, die wir auch dieses Jahr sicherlich noch machen werden. Das war so ganz kurz zusammengefasst, was so gut und sinnvoll ist, in die Saison zu starten. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Bleibt dran! Euer Rasenfreak ist auch bald wieder am Start. Bis denn. Tschüss.